Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 4 und zu einer besonderen Special-Folge natürlich, Spezialfolge auch genannt auf Deutsch, denn Battlefield 4 und Battlefield 1 zusammen. Passt auf Leute, die erste Hälfte spielen wir Battlefield 4, dann Battlefield 1, um mal den Vergleich zu starten, wie das natürlich alles so gemacht ist, und ich wünsche euch viel Spaß. Natürlich wird die zweite Hälfte Battlefield 4 1 sein und ja, was soll ich euch sagen? Mitten im Kampf natürlich. Ne? Nicht sowas wie jetzt. Jetzt müsst ihr anfangen und dann, ihr werdet das schon sehen. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Vergleich was anfangen und habt euren Spaß dabei natürlich. Und ja, erstmal herzlich willkommen natürlich. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's gut. Lasst uns mal anfangen, Battlefield 4 zu spielen. Los geht's. Wir gehen hier hin. Gehen gleich durch und dann. Von Anfänger. Wo war der? Ach, da. Der erste war ein Anfänger auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. So, da gehen wir wieder hin. Und ah, Mist. Das ist weit gekommen. Ich wollte eigentlich zu Bier rein. Ich habe meine Hüfte verrenkt, ne? Im Schlaf, glaube ich. Aber naja. Okay, wir haben verloren. Schade eigentlich. Naja, naja. Also das ist jetzt mal der Vergleich zwischen Battlefield 4 und Battlefield 1. Ich muss sagen, er ist ganz schön doll. Also so vom Spielverhalten her. Also ich finde, Battlefield 4 ist leichter gemacht vom Schießen her. Also es gibt... es gibt, wie soll ich sagen, also es gibt nichts Hardcore-mäßiges. Also wir spielen Eroberung. Battlefield 1, wisst ihr auch, was wir spielen, Eroberung. Welche Map ist ja auch egal, aber es kommt richtig drauf an, oder wie das übermittelt wird, wenn ihr mich versteht. Sehen wir mal so, ich spiele Battlefield 1 jetzt schon ein paar Wochen. Und ich muss sagen, es gefällt mir sogar ein bisschen besser als Battlefield 4. Na? Das ist ein anderes Feeling, okay, es ist eine andere Zeit, aber trotzdem, es macht... Ah, ja, Shanghai, oh, pff, fick dich doch echt. Naja, in der letzten Folge habe ich mich ziemlich aufgeregt. Das war ja richtig hardcore-mäßig. Das habe ich vorhin erst mitgekriegt. Aber naja, es macht ja nichts aus. Es ist ja auch nicht schlimm, dass man sich mal aufregt. Denn es gehört zum Spiel dazu. Und wir machen gleich mal. Ich versuche Helikopter zu kriegen. Ja, warte. Achso. So. Wir fahren gleich durch. Das ist unser
Kriegen wir noch Boost? Ja, 9 Minuten noch. Komm schon! Na, was? So ein Feigling, echt. Ja, reparier mal deinen Panzer, du kleine Butler. Idiot. Okay. Einsatzziel Delta wurde gerade neutralisiert. Marsch, Divi. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Delta übernommen. Welcher Idiot macht denn die Dings hoch, Alter? Habt ihr eine Macke oder was? Mann, ey. Scheiße, ich reg mich schon wieder auf. Das geht nicht. Mann. Nur ein Idiot macht die Dings da wieder hoch. Runter. Oh, du Scheiße hier. Es geht genauso weiter wie vorhin, Alter. Ja, ich nehme das ein Stück auf und ich dachte mir, ich mache heute mal ein Special am selben Tag. Dadurch, dass am Mittwoch, am Donnerstag keine Videos kommen. Das schaffe ich nicht. Ich könnte jetzt durchzocken, aber ich schaffe das mit meiner Arbeit nicht. Okay, ich könnte jetzt sagen, okay, die Folge gibt es jetzt Donnerstag. Aber... Wow.
大家小心，敌军轻型装甲车。 Oh, was? Er hat mich nur mit einem Schuss getroffen. Okay, Leute. Wir wechseln. Und hier sind wir wieder, meine Damen und Herren. Battlefield 1. Es geht los. Ja, Leute. Was kann man zu Battlefield 1 sagen? Es ist bombastisch, es macht richtig viel Spaß. Aber man muss auch so abwiegen. Battlefield 4, Battlefield 1. Es kommt natürlich auch auf die Map an, wie viel ist los. Aber ich würde sagen, im Grunde ist in Battlefield... Oh, ich stecke hier fest. In Battlefield 1 ist im Grunde mehr los, als wie in Battlefield 4. Also von dem... Kampfgeschehen. Und du kannst hier auch viel mehr machen. Hier steht mehr Geschütze rum. Ganz normale Kanonen, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen macht es auch gerade deswegen schon viel mehr Spaß. Du kannst... Du musst nicht dauernd immer... Da war einer. Fuck. Der war da vorne. Da ist er hingelaufen. Okay. Also es macht rein optisch schon viel mehr Spaß. Und ja, was heißt optisch? Auch wieder falsch. Einmal mal durch die Menge bratzen ohne Ende. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Fuck! Nur weil er so lange nachgeladen hat, der Wichser, Mann. Oh, ich reg mich hier auf. Ich schreie hier gerade die ganze Bude zusammen. Fuck! Naja, auf jeden Fall, es macht einfach, wie ihr gerade gesehen habt, du kommst rein, die Action geht sofort los. Und ich habe voll daneben geschossen. Nochmal los, Alter. Ich will das schaffen hier. Los. 2, 1. Und wieder rein. Bitten. Hinter mir. Wie gesagt, du kommst rein und du kannst gleich lospratzen. Pass mal auf. Wenn ich jetzt da wieder drücke, respawn ich schon wieder da. Obwohl die mir dann sagen, eigentlich ist es ja so gemacht, dass du dann ein bisschen laufen kannst normalerweise, aber... So, jetzt sind wir hier. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Mist. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Komm, wir nehmen Bomber, wa? Einmal mal rüberfliegen und dann einfach mal ein paar Bomben abwerfen. Wie zum Beispiel bei B, bei C auf jeden Fall. Und es macht einfach richtig viel Spaß, weil du halt... Richtig geil, also von den Geräuschen her, von dem Spaßfaktor. Deswegen, also. Na los jetzt. In ein Team, wir machen das schon. Einsatzziel Bertha erobert. Hier ist auch Multiplayer sehr groß geschrieben.
Falsche Bombenabwurf. Fuck, zu früh. Die Flugzeuge lassen sich 1:1, sage ich jetzt einfach mal, und behaupte ich einfach mal, steuern. Es sind alte Maschinen, du kannst hier nicht dermaßen rumtrödeln oder rumjumpen, wie du lustig bist. Nein, du musst taktisch vorgehen. Und es macht extrem viel Laune. Und du kannst alles zerstören, was du, also über 90% der Karte kannst du echt zerstören. Die Karte verändert sich während des Spielens und das ist doch schon mal ein Faktor, den man nicht bestreiten kann. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Nein! Ah, gegengeflogen. Sorry, Leute. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Komm, wir reiten nochmal eine Runde. Also es ist schon echt geil gemacht. Also ich kann mir nichts Besseres momentan in Battlefield vorstellen. Da ich eine Chance. Ich war viel zu dicht. Aber es macht Laune. Es ist was anderes. Es ist schwer zu beschreiben. So, wir gucken mal, was für Gadgets wir noch. Mörser HE machen wir mal. So. Dann gehen wir mal zu A. Verschanzen uns. Gehen aber gleich rüber zu B. Aber durch einen anderen Winkel natürlich. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir stecken mal unsere Mörser hin. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Schiff ist unterwegs. Getroffen. Oh, wir haben keine Mörser mehr. Okay, dann gehen wir so lang. Du kannst Flugzeuge allein mit deiner Waffe angreifen und machst auch Schaden. Und das ist schon mal geil. Kannst sie überall raufzählen. Er springt auch überall hoch. So, hier war irgendwo einer. Ah, Mist. Also es macht richtig Laune. Die Bear Move kommt immer dann, wenn du wirklich... Na komm. Wir warten noch ein Stück. Und dann setzen wir uns rein natürlich. Und ballern mal ein bisschen von oben. Na komm. Ich warte jetzt erstmal, bis wir wirklich reinkommen. Ich klicke auch schon die ganze Zeit. Immer nach oben. Na komm schon. Na komm. Ich will da rein. Ist doch jetzt drin, oder ist sie jetzt voll besetzt? Ah, die ist voll besetzt. Schade. Ich wäre gerne reingegangen. Aber naja. Ja, wie gesagt, also es ist echt extrem gut gemacht.
Was war das jetzt? So, der Typ da. Ah, okay. Wie gesagt, also das Luftschiff ist sehr beliebt, wie man sehen kann. Na los, gehen wir zu A und dann... Wo denn? Im Haus war einer. Die hat das gewusst, Alter. Komm, jetzt kann mir doch einer schnell mal retten hier, oder was? Na, und? Okay, den nicht. Dann nicht. Aber Leute, es macht richtig viel Laune. Es macht so viel Spaß und es ist auch was Besonderes. Also, na los, komm. So, und du kriegst auch das Luftschiff zum Beispiel nur, wenn du unterlegen bist. Also guck mal, 699 zu 486, da brauchst du wirklich schon, Hilfe von Luftschiff. Na, wo war er? Ach, er war da. Ich dachte, er läuft einmal rum. Aber naja. Also, es ist schon ein sehr großer Unterschied. Einsatzziel Albert. Also es ist schon... Na, wie sage ich das jetzt mal? Also, wie Tag und Nacht. Moderner Krieg ist nicht mehr so brutal natürlich wie der alte Krieg. Also der erste zum Beispiel, der zweite. Aber... Natürlich ist jeder Krieg brutal, das ist Fakt. Alter. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Und da hinten. Aber ihr wisst, wie ich das meine und ich hoffe, ihr versteht mich in diesem Punkt. Also es macht extrem viel Spaß dadurch, dass es dynamisch, nicht, ja, dynamischer ist auch brutaler. Ja, okay, es gibt keine Gedärme, es gibt keine abgeschnittenen Köpfe oder schieß mich tot, aber ach komm, ich hätte durchlaufen sollen, gewusst, dass er sich da versteckt. Wir müssen da anfangen. Leute, was wir ist mit E? Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Oh, unser Luftschiff ist auch schon Schrott. Entschuldigung. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Also, es ist schon was anderes. Und was Neues. Es ist schwerer, neue Waffen zu kriegen. Es gibt nicht so viele neue Waffen. Es gibt keine, Aufsätze für Visiere. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur die, die da sind. Und das finde ich gut. Du hast nicht 100 Visiere auf einen Kopf. Alter. Okay, er versteckt sich da. Er bleibt da liegen. Einsatzziel Albert. So. Aber Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay, einmal machen wir noch. Ihr hattet Spaß dabei. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Battlefield 4 oder Battlefield 1 oder Transformers oder. Oder beim nächsten Livestream. Ihr könnt noch entscheiden, was und das ihr gerne sehen möchtet. So.
So. Einmal nachladen, weil ich jetzt bin. Gut. Alter, wie viele sind die denn? Ganz ruhig. Einmal kurz durchatmen. Und los geht's. Ach, wir verlieren. Ja. So, Leute. Damit behaupte ich jetzt einfach mal auf Wiedersehen. Es war schön mit euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Bis dann. Und auf Wiedersehen. Und vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Auf Wiedersehen. Ciao.